Herr Kenner, warum ist es wichtig, dass Sportler solche karitative Zwecke wie diese unterstützen? Na, Sportlerinnen und Sportler haben ja die Möglichkeit, durch ihre Prominenz, durch die Art und Weise, wie sie Menschen emotional fesseln mit ihrem Sport, Multiplikatoren zu sein, Ideen zu vervielfältigen. Und diese Idee hier, für Organspender einzutreten und diesen Verein Kinderhilfe Organtransplantation zu unterstützen, ist eine hervorragende Idee. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sportlerinnen und Sportlern, frühere und aktuelle Aktive, die das tun, und da sind wir sehr dankbar. Sind Sportler in einer anderen Abführung die besseren Botschafter? Das sind auf jeden Fall sehr gute Botschafter, ja oftmals auch für unser Land, wenn sie bei Welt- und Europameisterschaften, bei Olympischen Spielen antreten, aber hier eben Botschafter für die gute Sache. Und mit einigen habe ich auf der Bühne sprechen können, mit einer ganzen Reihe von Sportlerinnen und Sportlern habe ich sonst schon über das Thema gesprochen, und man spürt eben, dass das aus dem tiefsten Herzen kommt, dieses Engagement, und das macht es besonders authentisch, nachvollziehbar und wertvoll für die Organisation. Wichtig im Sport sind Werte wie Fairness, Respekt und so weiter. Wie wichtig ist sowas auch mal vielleicht gerade auch heute in die Gesellschaft zu transferieren? Ich halte das für entscheidend. Ich glaube, dass dem Sport ein paar Werte innewohnen, also wenn man ihn richtig betreibt, wenn man ihn fair und gerecht betreibt, die für ein gesamtgesellschaftliches Zusammenleben eine wichtige Rolle spielen können. In der Sporthilfe zum Beispiel heißt es Leistung, Fairplay, Miteinander. Ja, dahinter verbirgt sich, ich tue was für mich und versuche eine Leistung zu erbringen. Ich verhalte mich dabei gerecht mir und anderen gegenüber. Und ich habe auch den Begriff Miteinander. Also Solidarität ist für mich kein Fremdwort. Ich erfülle das mit Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich ja weiß, dass ungefähr 30 Millionen Deutsche im Sport organisiert sind, viele von denen ehrenamtlich arbeiten, als Jugendleiter, als Trainerin, als Trainer, mache ich mir um die Zukunft des Landes nicht wirklich große Sorgen.